Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu LEGO Jurassic World mit eurem Bärchen. Ja, was ist das? Ach, ich glaube, da konnte ich speichern. Also, ich wusste nicht, dass man hier, glaube ich, hier speichern gleich kann. Ich finde hier nur alte Münzen. Ja, schön für dich. Was? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Hä? Wieso? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal, was deine Qualifikationen für diese Ausgrabung waren. Ich habe eine Schaufel. Und jetzt wissen wir auch alle, warum du nur eine Schaufel hast. Ja, also, ich muss das leider nochmal spielen, weil ich ja hier ein bisschen, speichern und fortfahren, speichern und verlassen. Das habe ich jetzt nicht gemacht beim letzten Mal. Jetzt aber. So, dann wollen wir mal gucken, was uns das Abenteuer weiterbringt. So, wir sind Dr. Alan Grant von Sam Neill gespielt und... Ach, verdammt. Ach, wie hieß sie nochmal? Verdammt. Ich hab's vorhin noch gelesen. Ich hab's vergessen. Tut mir leid, Leute. Aber was gibt's denn noch hier? Kannst du reden? Nein, du redest nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Und schauen mal nach, was hier los ist. Ich bin mir ganz sicher. Genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Ja, dann mach weiter. Nur noch ein bisschen. Verwende eine Schaufel, wie die der Ausgrabungsmeister Grant, keine Ahnung, hat, um an Orten wie diese zu graben. Okay. Hier, ja, ich gebe dir einen Tipp. Ja, sorry. Habe ich denn so eine Schaufel? Vielleicht muss ich die erstmal irgendwo herholen. Ich versuche die mal irgendwo herzuholen. Also ihr habt nichts verpasst. Das Einzige, ich habe ein paar Münzen mehr mir jetzt mal geholt. Das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Tja, wer weiß warum. Oder kann ich, warte mal, kann ich vielleicht wechseln? Hast du eine Schaufel? Lass mich dir einen guten Rat geben. Ja, ich weiß. Ellie Sattler, da stand's da. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie die Schauspielerin... Komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt? Vielleicht kann ich helfen. Gehen wir mit einem... Ah, mit der Raptorenkralle. Wir können Lego, Seile und Lianen durchgetrennt werden. Danke für den Tipp, Mr. DNA. Oder DNS, ne? Ich habe ein Gedächtnis. So, alles zerstört, alles kaputt machen, weil... Die Doktoren Sattler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Oh. Ich mach jetzt hier mal einfach alles kaputt, was Wichtiges weiß ich nicht. Weil Münzen, wir brauchen die Münzen. Komm schon, Ellen! Dr. Grant! BBBB, bau zusammen. Was machst du denn da jetzt? Ja, aber ich möchte gerne noch wissen, was hier ist. Aha, okay, gut zu wissen. Okay. Juhu, wie geil! Mit einer Kehrmaschine. Ja, machen Sie selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Rückwärts? Ach ja. Aber woher kriege ich jetzt diese Schaufel? Habe ich das irgendwie am Anfang verpasst? Keine Ahnung. Da komme ich jetzt auch erstmal nicht hin. Dann. Ja, ich weiß, ich brauche ja die Schaufel, aber woher kriege ich Vielleicht die? Vielleicht ist das ein Palsteg. Gibt es ein Inventar? Puh.
Okay, gucken, ob ich hier unten was übersehen habe. Nö. Ja, bin ich denn jetzt so blind? Er hat die Schaufel, ja, das ist ja der Witz. Ja, nichts sagen. Ach, Manno, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ja, ja, ja. Velociraptor? Cool. Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Ja, ist ja gut. So, und ich kann jetzt hier... Ich kann da drauf? Und jetzt mit A. Aha. Aha. So, dann bauen wir was zusammen. Cool. Warte, ich brauche jetzt erstmal... Nee. Das ist ja mal... halt, Moment mal, da war doch drüben war doch auch noch eins. Da gehen wir jetzt auch mal eben hin und holen eben den Raptor da raus. Ein Fischerknoten? Ja, Fischerknoten. So, bäh. Und der nächste. Ist schon cool, muss ich sagen. Ist echt cool gemacht. So. Hopp, fliegen. Ach, kaputt, Elli. Los. Oh, halt, halt, da. Nur noch einer. Ich wechsle mal wieder zu ihm hier. Zu Dr. Alan Grant. Ja, wir sind immer noch im Jurassic Park Teil 1. Für alle diejenigen, die sich nicht so in dem Film auskennen. Das ist der allererste Teil. Schön alles mitnehmen. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. Dixies! Ist da jemand drin? Ja, Münz geil und was macht man nicht alles, ne? Das war frisches Wasser, kein benutztes. Okay, du auch? Tut doch bestimmt weh. Aha. Blaue Münze! Oh, und immer schön mitnehmen. Wollte schon sagen, das sieht doch nach... Was haben wir? Was kriegen wir? Was ist das? Eine Burg. Eine Sandburg, wie geil! Wie eine Sandburg! Juhu, ich bin der König der Welt! Zumindest der Wüste. Kann ich hier was machen? Nein. Da ist eine blaue Münze, geil! Tada! Okay, hier habe ich jetzt, glaube ich, alles und wenn nicht, ist egal, ich kann nochmal zurück. Und hier hin. Die Maschine brauche ich nicht. Kommst du mit, Ellie? Ja, komm mit, Schatz. Ja? Hier muss es doch irgendwas Scharfes geben, das ich benutzen kann. Ja, ich... Hat sie es nicht? Hast du nicht was... Ich meine, du bist was Scharfes, ne? Aber... So, jetzt hier hoch. Geil, da gibt's einen Boden. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon! Beweg dich! Puh. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Okay. Was wird das? Ein Presslufthammer? Yeah! Gute Idee. Bin auch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Lass mal Dr. Grant dran. Aber vorher noch Münzen sammeln. Und B. Was mache ich jetzt? Was bauen wir? 2 von 4. Okay. Das ist ja nicht schlecht.
Achso. So. 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser, auf der Mittelzehe. Raptorenkralle freigeschaltet. Ja, scharf. Hast du selber gesagt. Dr. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, ich weiß, da müssen wir jetzt hin. Dann machen wir das doch auch. Hopp, aber ich will erst den Bonus haben. Tada! Warum erleben wir? So, einmal GTA zocken und Charakterwechsel. Kommst du mit, Schatz? Ach so. Ich geb's auf. Versuch du's mal. Ich geb mein Bestes. Oh, Vorsicht! Dieses Seil hält. Wie nennt man das noch? Es liegt mir auf der Zunge. Oh. Ach so, drücken. Moment. Ja. Zerbrechliche Ausrüstung. Das passt. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Sorry. Ja, danke für die Info. Ich glaube, ich lasse das mal heile. Aber dich nicht. Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Wirklich? Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Ja. Ach, wie süß. Ich möchte noch was bauen. Ich möchte es kaputt machen und dann bauen. Okay, das ist stabil. Kann ich das... Ja! Das ist so cool, dass man hier auch aufbauen kann und dann auch mal so Kleinigkeiten wie Sandburgen. Das ist echt süß. Oh, was ist da hinten am Blinken, hinten rechts? Egal, Dr. Grant räumt auf. Ja, yank it all day. Das sieht doch aus wie Burg Nummer 3. Okay, dann nicht. Was ist denn da drin? Okay, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Ihr kommt echt auf Sachen. Kannst du das, Ellie? Nee. Auch nicht. Okay, da kümmern wir uns dann gleich später drum. Aha, okay, dafür brauchen wir gleich diese Maschine. Ja, hier! So, da brauche ich auch gleich die Maschine für. Und hier kriege ich vielleicht meine Reifen. Ja, da ist es. Ich muss jetzt mal gucken, wo man. Lass mich raten, ich muss es erst hier hin. Danke. Ja, jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. Alles klar, Frau Stampferfrau. Oh, eine Burg. Hier war doch ein Weg. Ach schon, das nächste. Aber ich will mich trotzdem hier noch umschauen. Genau. Na also. Süß. Einfach. Ich liebe Lego. Ist so geil. Ich komme hier nicht runter. Ich hänge. Ellie, kannst du mir mal helfen? Ich komme hier nicht runter. Danke. Hallo? Alan Grant. So, immer schön die Münzen einsammeln.
Falls jemand weiß, ob man da oben rechts hier drücke F2 oder eine beliebige Taste ausschalten kann, damit man das nicht mehr sieht, einfach mir mal in die Kommentare bitte reinschreiben. Weil ich spiele mit Controller. Fantastisch! Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? So sieht's aus. Boah! Boah! Muss ich stehen bleiben? Aha. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Ja. Juhu. Oh, mein Gott! Hammond! Lass mal gucken, was ist denn noch hier? Aber warum kann ich da jetzt nicht rein? Es ist dunkel und es leuchtet, aber ich krieg's nicht. So, wahrscheinlich kann ich das da oben rechts auch in den Optionen ausschalten. Ich schau mal gleich nach. Also erstmal gehe ich jetzt hier hin. Und. Oder doch hiermit? Moment, das ist ja eigentlich immer hier, hopp, Wechsel und ja. Was ist das? Wieder was gelernt. Versucht, um höher gelegene Gebiete zu erreichen. Ja, danke. Ha, geht doch. Ja, ich weiß, du bist toll, du kannst das. So, halt. Den Motor aus! Benzin aus! Ah, erstmal hier alles kaputt machen! Münzen sammeln! Nein, nicht runter! Kinder! Kannst oben bleiben, Ellie. Da habe ich gar nicht hingezielt. Oh, ah, sorry. War nicht meine Absicht. Oh, einmal. Ups, du musst auf Toilette. Das war doch eine Burg. So, hier hin. Ah! Wollte ich sagen. Nee, das ist. Ist das Timmy? So ist er doch, ne? Komme ich auch noch mit denen alle hier hin? So, weitermachen. Das Coole, der Bauwagen, da drin wartet bestimmt
schon jemand auf uns. Alter! Ja, hier ist er. Komm, bau. Bau, was das Zeug hält. Tada! 4 von 10. Münzen, kommt her zu mir. Okay, Das sieht aus wie Ian Malcolm. Aber haben wir ja noch nicht. So, ich guck mal, ob ich auf die andere Seite gehen kann und auch noch da was mache. Machen kann. Wow. Nein, also dann gehen wir jetzt in den Wagen rein. Und schauen unseren Gast an. Wer sind Sie eigentlich? Ah! John Hammond. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier raus? Ah ja. Wir versuchen es. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Was machen? 60.530. Wahrer Überlebender. Minikit. Habe ich nur 4 gefunden. Okay. Elegant Montana. Eddie Settler Montana. Geoffrey Brown, Robert Muldoon, Praktikantenausgrabungsstelle freigeschaltet, Junge freigeschaltet. Wie cool, das kann man also, Wahnsinn, nettes. Helfer Jurassic Park, Gabelstapler freigeschaltet, Kehrmaschine freigeschaltet. Oh, es muss epischer klingen, ne? Kehrmaschine freigeschaltet. Level up. Ja, aber ich bin da noch nicht rangekommen. Ich habe das irgendwie... Naja, okay, ich habe es jetzt... Habe ich verbockt. Geschichte fortsetzen. Annehmen.